Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online. Ich bin hier in Elsweyr im neuesten Kapitel und habe die Hauptquest Der letzte Befehl. Geht nach Stiche. Was wir da machen sollen, das sehen wir jetzt gleich. Ich zeige euch kurz, wo ich hier bin und wie der aktuelle Stand der Dinge ist und dann geht es auch schon weiter. Also hier sind ganz viele Drachenangriffe, das sind Tagesquests, die mache ich heute nicht. Wir sind hier unten in dieser Schlucht drinne gerade und bewegen uns jetzt mal nach Stiche. Das ist so ein Gaunerdorf. Da habe ich schon die Stadtquest erledigt, aber dort ist jetzt auch die Hauptstoryline. Hier gibt es noch Orkru. Das ist ein öffentliches Dungeon. Da werde ich demnächst auch mal durchlaufen, aber heute beschäftigen wir uns mit der Hauptgeschichte. So, und jetzt wollte ich euch zeigen, hier tägliche Belohnungen. Ich habe es mal wieder verpasst, wieder zu viele Tage bei der Hitze nicht eingeloggt und deshalb die Fischerkleidung ist nicht für mich. Aber um ehrlich zu sein, ich habe ja sowas Ähnliches gerade an, deshalb muss ich die gerade gar nicht so wirklich haben. Die hier müsste ich umfärben, das wäre schon cool, aber trotzdem ist es schade. So, aber das Schild des Krämers, das kriege ich beim nächsten Einloggen, also von daher in 5 Stunden habe ich wenigstens das schon mal sicher. Was gibt es Neues im Kronshop? Im Moment haben wir hier den gescheckten Destrier, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, ist auf jeden Fall ein Pferd. Jo, ist halt ein Pferd. Mehr brauche ich dazu jetzt nicht zu sagen. Dann bewundert mich. Ja, im Moment günstiger. Und die Gräfin, ja, dann läuft man ein bisschen ja, wie beim CSD rum, ne? Ja, so wird jetzt mal passen, wenn ich meine Kleider anhabe, die ich immer aus den Kronenkisten bekomme. Aber 700 Kronen gebe ich dafür nicht aus. So, und ansonsten, ja, es sind natürlich gerade die Bandari-Krämerkisten im Shop, das kennen wir alles schon. Und diese Galeone noch immer 19 Stunden lang zu kriegen. Also wenn er jetzt euch nicht beeilt, dann kriegt er diese für 15.000 Kronen nicht mehr. Im Moment gibt es auch noch hier den Garten und natürlich ESO Plus die Statuette. Wenn ihr im Hintergrund Autos hört, Motorräder hört oder irgendwas an Brummen hört, dann liegt es daran. Ich habe die Fenster auf, ich brauche einen Ventilator, es ist kochend heiß. Aber heute gibt es kein Hitzefrei, heute wird gestreamt, weil bald bin ich auch mal ein paar Tage weg und da brauche ich doch ein bisschen Material für diese Tage. So, und der Großgamer ist da, Dennis Wolf ist da. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr schon was geschrieben habt, das ist ja nice. Wenn ihr euren Chat nicht seht, euer Schreiben oder sowas, dann sagt Bescheid, der Chat-Client von Restream.io ist neu. Kann sein, dass da ein bisschen was an Chat-Infos nicht übertragen wird. Also einfach ein paar Mal reinschreiben, ich krieg das schon mit. Bis jetzt sehe ich auf jeden Fall die YouTuber, die werden übertragen. Bei den, ja, Twitchern weiß ich es nicht. Hast du meine Einladung bekommen? Fragt Dennis Wolf. Und da gucken wir doch mal gerade, hat mich da jemand als Freund angenommen? Ich sehe hier bis jetzt nichts. Gucken wir noch mal hier bei den Nachrichten auch nichts. Und hier bei den Nachrichten, ja. Araldor möchte mit mir befreundet sein, dann nehmen wir doch mal an, wunderbar, das andere sind alles nicht so wichtige Sachen und sehr schön, wir sind Freunde, das hat doch gut geklappt, da freue ich mich doch. Was ihr gerade gesehen habt, ist hier bei der letzten Hauptstoryline haben wir einen Brief bekommen, Halle des Mondchampions, 5 kralliger Krieger, in Anerkennung eures Heldmutes im Dienste des nördlichen Elsweyr und unserer rechtmäßigen Königin Chamira gewährt euch Mondbischof Sebisa, hiermit die Hausherrschaft über die Halle des Mondchampions. Unsere Ahnen widmen diesem Tempel den legendären Helden Kunsari. Allerdings haben die reißerischen Krallen der Zeit am äußersten seiner einzigen Pracht gekratzt und dennoch bleiben einige Relikte erhalten. In uralten Zeiten ermöglichte es 4 verzauberte Steintafeln Abenteurer in die Pfotenabdrücke von Kunsari zu treten. 3 gingen in den Wirren der Zeit verloren, aber eine verblieb. Platziert diese Tafel auf dem Jundelichtaltar. Das haben wir im letzten Stream schon gemacht. Haben wir uns mal die Halle des Mondchampions genauer angeguckt. Ist ein komplettes Housing. Kann man selber was drin bauen. Also ist komplett nutzbar. Aber jetzt geht es dann auch mal weiter nach Stiche zur Hauptstoryline.
Das war so die Übersicht des Kronenshops. Mehr ist im Moment nicht drin. Ist ja auch mitten im Sommer. Da kann man ja auch nicht viel tun. Und jetzt geht's an Orku vorbei zu dem Dorf Stiche. Das ist ein bisschen was in der Luft, also, oder eher gesagt, da oben. Und da gibt es dann ganz verschiedene, ja, Brücken, die das Dorf so untereinander verbinden. Ich reite einfach mal durch die Schlucht, damit ihr mal alles gesehen habt. Da oben ist Orkru, da könnte man jetzt auch theoretisch hingehen, machen wir aber nicht. Da ist ein Drache, zwei Drachen, nee, ein Greif und ein Drache. Oh Gott, so viele fliegende Gegner. Das ist gefährlich. Und da sehen wir auch schon die ersten Häuser von Stiche. Und gucken, ob wir von hier unten auch wieder da hochkommen. Da hat sich schon irgendwie einer verlaufen. Der guckt sich da die Felsformation an. Scheint ein Archäologe zu sein oder sowas. Ja, Steinforschung. Geologe, könnte man auch sagen. Ja, wenn er Spaß dran hat. So, und da hoch müssen wir jetzt. Wie wir da hochkommen, ich weiß es selbst gerade nicht. Und wir gucken uns mal gerade an, was denn für die Quest hier zu tun ist. Bevor wir die Usurpator-Königin töteten, hat Euraxia noch einen letzten Befehl ausgegeben. Wir müssen feststellen, was sie ihren Soldaten aufgetragen und welche Verbindung es zu den Plänen der Drachen und der Nekromanten hat. Abno Tan will, dass ich zur Narbe reise und den dort verborgenen akavirischen Schrein finde. Er sagte, er würde jemanden losschicken, um mich in Stiche zu treffen. In der Zwischenzeit bringt er Präfekt Carlo nach Krempen, um über ein mögliches Bündnis zu sprechen. Also, hier suchen wir jetzt einen akavarischen Schrein. Und wo derjenige ist, da oben müsste irgendwo derjenige aus Stiche sein, höher auf jeden Fall. Dann gehen wir da mal hin. So, ich glaube, da war gerade eine Brücke. Das hat sich doch schon ganz gut angeschaut hier. Wenn ich jetzt hier ein bisschen hochkletter, dann ist da auch schon die erste Brücke. Ja, super. Die hätte ich sonst auch nie benutzt, wenn ich nicht von hier unten gekommen wäre. Mit dem Bindestein oder Wegschrein ist man ja sofort oben. Na, ob wir jetzt bis nach ganz oben kommen, ist die andere Frage. Na, immerhin, eine Etage haben wir schon mal geschafft. Jetzt nehmen wir hier noch die nächste Kurve und ja, wir sind oben. So kompliziert ist es gar nicht, sieht nur kompliziert aus. Und da ist Stiche. Ich finde, das ist ein schönes Dörfchen. Hat so ein bisschen was von den Tauren bei World of Warcraft. Genau. So, und Yusuf Kaimatz ist auch da und Marianne Becker ist auch da. Das ist sehr nice. Hallöchen ihr. Und der Großgamer fragt, hast du eine PvP-Playlist? Da weiß ich jetzt ehrlich nicht genau. Nein, habe ich nicht. Nee, also auf dem Stream habe ich zwar ab und zu mal die Schlachtfelder gemacht und in Cyrodiil alle möglichen Dungeons, aber da muss man schon Garion eingeben in der Suchleiste und dann Cyrodiil oder Garion und Schlachtfelder. Sonst findet man da nichts. Eine extra Playlist für meine PvP-Kämpfe habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ist aber eine coole Idee, der Großgamer, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich alle meine PvP-Videos, wo ich mal ein bisschen was gekämpft habe gegen normale Typen, als PvP-Playlist machen. Ich meine, ich bin da jetzt nicht so super gut drin, ne? Das sieht man hier, ne? Ich bin nur Rang 10 im PvP. Hier seht ihr auch mal, welche Kampagnen im Moment im Spiel sind. Die Kaiserstadt ohne oder mit Champion-Punkte und so weiter. Ja, ist echt gut besucht hier wieder, die 30-Tage-Kampagne sind alle zu. Heftig. Ja, die anderen besucht kein Mensch, aber hier die in den Ferien sind alle voll zu. So, ich würde auch sagen, ohne Champion-Punkte mache ich besser mit, weil ich habe die ja noch nicht auf Maximum. So. Und jetzt habe ich mich da wenigstens schon mal eingetragen für. Ja. Heimatkampagne setzen. Zack. So. Und jetzt müsste ich warten. Aber das machen wir nicht. Hauptsache ist erstmal die Heimatkampagne. So. War jetzt auch nicht so eine lange Warteschlange. Da stand irgendwas von 11 oder so. 7 Freunde sind drin. 163 Gildenmitglieder laufen da drin rum. Hier sind 6 Freunde drin und 159 Gildenmitglieder. Also die Standard. Da sind ein paar mehr drin. Aber ich spiele lieber die ohne Champion-Punkte. Da weiß ich, dass ich vielleicht doch noch eine Chance habe. So, jetzt aber. Hauptquest. Geht nach Stiche. Was ist die Drachengarde? Wo ist der akavirische Schrein?
Und was kann Abnutan uns helfen gegen die Drachen und gegen die Nekromanten? Jetzt erfahren wir endlich mehr. Tarn hat Samarak entsandt, um euch gegen die euraxische Offizierin Saulinia und ihren Trupp von Meuchlern beizustehen. Die Einheimischen sagen, dass eine Gruppe, zu der diese Beschreibung passt, hier vor kurzem durchkam. Tarn sagt, dass wir nach einem verborgenen akavirischen Schrein suchen. Genau, wir haben, nachdem die Euraxia, also die Halbschwester von Tarn, tot war, oder Stiefschwester, oder Schwiegerschwester, irgendwie so eine Schwester, nachdem die tot war, haben wir ihre Befehle gesehen. Und da war eine Assassinengruppe bei. Die Offizierin davon heißt Saulinia und die sollten irgendwas erledigen. Ich glaube, den letzten von der Drachengarde oder sowas. Oder die sollten den auf jeden Fall finden. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist schon wieder was her jetzt. Aber ihr seht schon, wir sind hinterher. Saulinia hat den Befehl, jemanden zu töten, den sie für den letzten Drachengardisten halten. Hätte ich mal vorher besser gelesen. Ich habe es gerade gesagt. Ich wusste es nicht mehr genau, aber da steht es ja. Also, die wollen wir finden, damit ihr den nicht killt. Weil der Drachengardist kann gegen Drachen kämpfen. Saulinia, die Meuchlerin, die König Hemakar und Königin Numara ermordete. Samarak hat diesen Namen am Tag von Euraxias Staatsstreich oft gehört. Vielleicht kann dieser der königlichen Familie endlich zu Gerechtigkeit verhelfen. Habt ihr damals Hauptmann Saulinia gegenübergestanden? Nein. An jenem Tag war Samarak die Leibwache von Kamira. Wir waren weit weg vom Palast. Wie dem auch sei, dieser hat erfahren, dass der örtliche Verbrecherfürst Saulinia mit Führern versorgt hat, die die Narbe gut kennen. Wir müssen uns beeilen, wenn wir sie noch einholen wollen. Okay, lasst uns den Meuchlertrupp aufhalten. Die Narbe kann ein trügerischer Ort sein, Fünfkralle, selbst ohne einen Meuchlertrupp von Nibenesen. Wir müssen uns beeilen, aber wir sollten mit Bedacht vorgehen. Ich würde aber gerne noch ein bisschen darüber wissen, wie deine Zeit als Königskralle war. König Hemakar sah etwas in Samarak. Er bat bei einem Besuch beim Wüstenwind ausdrücklich um diesen. Samarak ließ seine Studien und Gebete zurück, um die Königskralle zu werden. Er verschrieb sein Leben der Sicherheit der königlichen Familie. Doch ihr konntet Euraxia nicht davon abhalten, die Königsfamilie zu töten. Nein. Kamira wollte das Wüstenwind-Adeptorium besuchen. Diesem wurde aufgetragen, sie zu bewachen. Daher war Samarak nicht im Palast, als Euraxia und ihre Truppen eintrafen. Man hieß sie als Gesandte des Kaisers willkommen. Dabei waren sie nur Schakale, die zum Sprung ansetzten. Aha. Wenigstens konntet ihr für Kamiras Sicherheit sorgen. Ein kleiner Erfolg in einem Erbrutsch des Scheiterns. Die Schuld verzehrte Samarak, weil er lebte und die königliche Familie starb. Deshalb ging er ins Exil, fernab des Landes, das er liebte, und bereiste die Welt. Dieser suchte, nun, was genau? Frieden? Vergebung? Irgendetwas. Okay, also jetzt wissen wir auch, dass es nicht geklappt hat, die Königsfamilie zu schützen. Und was sollte ich wissen, bevor wir die Narbe betreten? Die Narbe wurde in ferner Vergangenheit ins Antlitz von Anekina gegraben. Manche sagen, Kunsari war dafür verantwortlich. Andere meinen, Alkosh selbst habe das Land mit seinen Krallen gezeichnet. In den tiefsten Spalten und Schluchten leben Dinge, die man lieber meiden sollte. Na, da bin ich schon mal gespannt, was da auf uns zukommt. Warum hat Abnutan euch geschickt, mir zu helfen? Ehrlich gesagt hätte Samarak sich fast geweigert, als Tarn den Befehl gab. Dieser hatte das Amt als Königskralle gerade erst wiedererlangt und zögerte, Königin Kamiras Seite zu verlassen. Doch ihr brauchtet Hilfe und Samarak eignete sich am besten für dieses Unterfangen. Hat Abnutan Präfekt Carlo schon Kamira vorgestellt? Ja, aber Samarak ist sich nicht sicher, ob aus diesem Treffen etwas Gutes hervorgehen wird. Als dieser abreiste, waren Königin Kamira und Fürst Garesh Ri mit Tarn in eine hitzige Debatte darüber verstrickt, welche Risiken und Vorzüge es hätte, einem Kaiserlichen zu vertrauen.
Ah, okay. Weiß ich Bescheid. Jetzt Su spürt den Meuchlertrupp auf. Gucken wir doch mal, wo der sein soll. Auf jeden Fall nicht hier in Stiche, sondern da. Ja, wir sind hier, also einfach da unten in der Narbe, also wieder runter. Das kriegen wir hin, wenn ich nicht schon wieder in so ein Greifennest falle, in so ein, was sind das andere für Nester? Das waren keine Greifen, das sind, ups. Ja, ein bisschen schneller kannst du ruhig gehen. Wie heißen denn die Harpiennester? Genau, so heißen die Viecher. Da bin ich vorhin mal reingefallen und dann war es das mit dem schnellen Abstieg. So, aber ich habe keine Lust, jetzt wieder den richtigen Weg zu suchen. Weil ist ja doch schon tief. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Wunderbar, das ist doch schon mal was. Und da haben wir auch Fragen im Chat, nämlich nach einem Heiler-Add-on. So, ich habe bis jetzt selber natürlich kein Heiler-Add-on, weil mein Templer ist noch nicht so im Endgame unterwegs gewesen. Der hat bis jetzt nur die Story durchgespielt, ist zwar jetzt auch dann Champion Level 439, genauso wie ich, aber der hat noch nicht alles auf 160er Champion Rüstung, 440 übrigens, mittlerweile. Ich hatte ein Level-Up-Grad, yay! So, und deshalb habe ich für den noch kein Highlight-On gebraucht. Aber ich kann dir sagen, dass es da ein paar gibt. Und zwar gibt es Highlight-Ons. Ich muss mal gerade mich hier im Gebüsch verstecken. Nein, ich gucke mal so, damit ihr auch was seht. Und zwar gibt es Highlight-Ons. Im Minion suche ich die zum Beispiel. Minion 3 ist so ein Add-on-Manager für Elder Scrolls Online. Und wenn man da Heal eingibt, findet man eins, das ist 35.000 Mal runtergeladen worden. Healers Group Frame. Das sieht so ein bisschen aus, als würde man da ein bisschen sehen, wie viel Leben welcher Gruppenspieler hat. Letztes Mal 2017 geupdatet. Weiß ich jetzt nicht, ob das noch wirklich funktioniert. Aber es gibt da noch einen Heal Counter, einen Heal Helper, ein Improvised Heals Bar und Pet Heals Bars. Es gibt also Healers Group Frame. Purge Tracker ist von Juni 2019. Modification. Aha. Der funktioniert jetzt auch mit L2er. Also da müsst ihr einfach mal gucken. Healers Group Frame 1.3 Purge Tracker. Da könnt ihr euch so ein bisschen orientieren an diesen Healer-Add-ons. Ich glaube, so ein Group-Frame wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, damit man immer schön sieht, wie man heilen kann und so oder heilen muss. Und ja, ladet euch einfach Minions runter als Organisationstool und da könnt ihr dann danach suchen. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Dennis. So, und jetzt geht's weiter. Wo ist der Meuchlertrupp? Ich will den aufhalten. Ich will die Drachen erledigen, ich will die Nekromanten hier aufhalten, Euraxia sowieso, die ist ja schon platt, aber wenigstens die Meuchlertruppe. Und die müsste hier irgendwo sein, da oben ist was. Ne, das ist nur ein Vögelchen. Wartet, diese Leiche, das ist einer der Meuchler. Sie müssen hier lang gekommen sein. Okay, da haben wir doch schon einen. Aber das war nicht der richtige. Ein bisschen höher soll der Trupp jetzt sein. Überall fliegen Drachen rum. Da kriegt man schon ein bisschen Panik. Angeheuerter Führer. Okay. Mehr Leichen. Die angeheuerten Wachen. Saulinias Werk, glaubt Samarak. Okay. Also, da sind doch schon ein paar erledigt. Aber hier drinne scheint es jetzt weiterzugehen. Sehr cool. So eine kleine, versteckte Nische. Da ist eine Tür hinter diesen Steinen. Ist das der Ort, nach dem wir suchen? Das ist ja cool. Ich mag sowas, ne? Man geht hier durch die ganze Aschnarbe die ganze Zeit durch. Dann ist ein ganz kleiner Gang und schon findet man was, was man nur durch die Quest gefunden hat. Korrekt. So, Dovalschrein. Der Dovalschrein. Ein verborgener akavirischer Schrein in der Narbe. Als letzte Zuflucht für die in Ungnade gefallenen und aufgelöste Drachengarde nach den Anschlägen auf die Potentaten. Ein Ort ihrer Traditionen. Und den Rest müsst ihr auf Pause drücken. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell wieder. Auf jeden Fall akavirisch und Drachengarde gehört zusammen.
Das sieht doch mal geil aus. Jo, das ist doch mal wieder so ein richtiger Screenshot-Wert hier. Moment, geht das noch? Jawohl. Oh, das sieht doch wieder schick aus. Geh mal raus da, du Spieler, genau. Dieses Tor. Nicht einmal Samaraks Stärke und Wissen können eine magische Barriere verschieben. Vielleicht das Podest? Das Podest erhält die magische Barriere aufrecht, aber Samarak weiß nicht wie. Findet den Drachengardisten, oder nicht nur sein Blut wird heute meine Klinge benetzen. Die Meuchler, das kam aus dem Süden. Wir müssen uns beeilen, Fünfkralle. Aha, also sind die Meuchler hier. Irgendwo da hinten sind sie und da können wir gleich auch was lesen. Ich werde noch mal kurz mit ihm hier reden. Die Meuchler, sie schleichen durch den südlichen Gang. Wir müssen uns beeilen. Es muss noch einen Weg auf die andere Seite, tiefer in der Anlage, geben. Sollten wir nicht versuchen, diese Tür zu öffnen? Was immer sich all die Jahre hinter dieser Tür versteckt hat, kann noch ein bisschen länger warten. Wir müssen uns um die Meuchler kümmern. Sie sind die dringlichste Bedrohung. Dieser Schrei, den wir hörten, Saulinia und ihre Mörder müssen ganz in der Nähe sein. Wenn ihr übrigens die Stimme nicht so gut hört vom Spiel, dann sagt's ruhig. Ich kann gerne noch was an den Einstellungen verändern, damit ihr auch alles gut versteht. So, und da ist das Teil, was wir lesen können. Fürchtet, Moment, ihre Rückkehr und bereitet euch vor. Kavesh Hukai Delusung. Verschwunden die Drachen der Morgenröte. Fürchtet ihre Rückkehr. Seid bereit. Stellt Körper für Qualen, schärft Geist für Klarheit, erhebt Seele für Sieg. Kavresh Hukai Delusung. Genau. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt gucken wir mal hier ein bisschen nach den Fallen. Ups. Früh genug gebremst. So, jetzt warten wir hier noch, bis die geschossen hat. Und, na komm, schieß. Schnell durchrollen, jawoll. Fallen. Haben einige der Meuchler aufgehalten, aber nicht alle. Wir müssen achtsam sein. Ja, ich bin ja schon vorsichtig. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann langsam. Ja, hier sind jetzt zwei. Oh, da ist ganz viel Feuer dahinter bestimmt. Oh, lassen wir so mal in Ruhe hier feuern. Aber man muss nur vorsichtig gehen, dann passt das schon. So. Oh, wir haben was zu lesen verpasst. Ah, da ist wieder was zu lesen. Fürchtet den Feind, erhört den Lehrer. Udub Evat Pikara Nazaifrin. Ist klar. Krallen aus Adamant, Stimme des Endes. Fürchtet den Feind, hört auf den Lehrer. Fliegt wie der Wind, biegt euch wie der Fluss. Wo vor dem Sieg steht Überleben. Hasst die Wunde, meidet den Tod. Udu, Evat, Pirka, Natis, Vrin. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus hier. So, zack, schnell über die Stacheln drüber. Oh, da haben wir einen von Oraxia. Das war's für ihn. So, das sieht gut aus. So. Da sind wieder ein paar von ihrer Truppe. Ist sie schon tot und trotzdem laufen noch ein paar von denen rum? Gibt es ja gar nicht. Ich glaube, das war schon mal ganz gut. Warum gehen die alle da in die Ecke? Weil da noch so eine Tafel ist. Die wollen wir auch lesen. Aus geheiligter Erinnerung getilgt. Telko an Wutti an. Der einst vertraute Frieden seit langem Geschichte. Die Lektionen großen Leids, Weisheit. Von hinter den Sternen, wir müssen lernen oder sterben. Telkoan Vuitian.
ist klar. Ist das Akavirisch? Ist das Drachensprache? Ich kann es euch nicht genau sagen. So, jetzt müssen wir da weiter und dann haben wir es gleich geschafft. Hier lang oder wo? Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Ups, das war knapp. So, das sieht gut aus. Sehr gut. Ist jetzt kein einziger Treffer von den Fallen. Mikvano Veltet Prinuk. Nicht Krallen, nicht Schwanz, nicht Zahn. Vernichtung ist der Schrei. Zu brechen Stein und Truppen. Haltet Stille mit unserem Feind. Lasst den Schrei verstummen im Halse. Mikvano Veltet Prinuk. So, okay, wunderbar. Und jetzt gleich haben wir es bestimmt. Kannst du die NPCs lauter machen? Ja, kann ich machen. Moment. Kriegen wir hin. So, jetzt müsste da die NPCs besser verstehen. Die Meuchler, sie schleichen durch den südlichen Gang. Wir müssen uns beeilen. Es muss noch einen Weg auf die andere Seite, tiefer in der Anlage geben. So, ich glaube, du, jetzt kann man sie gut verstehen. Du hast doch so ein Add-on, wo man sieht, wo die ganzen Sachen liegen, zum Beispiel die Tafeln. Ja, das ist Mappins, heißt das. Das ist ein Add-on. Damit sieht man halt alle möglichen Sammelgegenstände und Truhen und alles Mögliche. Also Mappins einfach nur suchen. So, mal gucken, wie es aussieht. So sieht's aus. Von Hoft. Ja, und das wurde auch gerade wieder aktualisiert bei mir. Also, das ist ein relativ aktuelles Add-on. Das ist super. Moment, ich schreibe es nochmal in den Chat. Ganz einfach. Map Pins. So. Ach cool, wenn man. Guck mal, man sieht die Fallen besser, wenn man in die. Ist ja lustig, wenn man sich tarnt. So, hier sind wir doch richtig, oder? Oh, jetzt bin ich aber mal erwischt worden. Aber von wo? Von oben? Keine Ahnung. So, da lang gehen wir nicht. Wir gehen da lang weiter. Bin ich jetzt schon wieder in der Ecke? Ja, jetzt bin ich doch richtig, oder? Ne. Ich laufe hier gerade voll im Kreis, Leute. Ich bin gerade ein bisschen doof. Ich habe mich voll verlaufen durch das ganze Add-on-Überlege. Ich muss mich auf sowas hier konzentrieren. Wow, jetzt kriege ich aber hier richtig gut Damage. Jetzt hatte ich keine Lust mehr auf Fallen ausweichen. Wenn die einen killen würden, würde ich natürlich noch ein bisschen vorsichtiger sein. Hier die Falle sieht er nicht. Er sieht nur die Fallen, wo man drauf tritt. Naja gut, gehen wir mal weiter. Oh, das ist eine lange Falle hier. Ja, gut. Gut. Und zack. Haha. Wir sind durch. Vier Stück auf einmal hätten einen umgebracht. Darum muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ihr könnt euch nicht ewig vor uns verstecken, Drachengardist. Ihr euraxischen Trottel würdet nicht mal einen Alphik in Alabaster finden. Das war der Drachengardist. Uns läuft die Zeit davon. Ja, wir müssen uns also beeilen, eine Reise zu Ende. Uf, Hirn, Honki, Sektor. Ist klar. Sucht. Sucht ist auch gut. Sucht Segen, gewährt Gnade, reist zum Ende der Dinge. Keine Rückkehr für uns, Soldat, Jäger, Pilger. Seele und Geist straucheln. Uf, Hirn, Hondri, Sektor. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen. Ich kann es euch nicht genau sagen. Alter Schwede, ist das hier viel mit diesen Fallen. Durch, wie viele noch von den euraxischen Leuten übrig ist. Ganz schön heftig. Krieg, Jagd und Errettung. Gomhak, Rot, Wun, Jenri. Reist weiter mit vielen Namen. Krieg, Jagd, Erlösung. Sucht weder Beute noch Ruhm, wenn Gottesgleiche sterben müssen, obgleich schöner als wir. Gomhak, Rot, Wun, Henri. Henri oder so.
Mach mal mit. Samarak läuft auch einfach mal durch die Fallen durch. Passt schon. So, den Heiltrank holen wir uns noch. Können wir hochklettern. Einfach rein aus Prinzip. Ist hier noch eine Truhe? Nein, ist es nicht. Schade. Dann halt nicht. Und hier geht's weiter. Hier könnte noch was zu lesen sein, aber egal. Ich finde es gerade nicht. Wir gehen hier ganz schön lang durch diesen Schrein durch und boah, ist der groß. What? Hier sind wir nicht durch die Tür gekommen. Da haben wir nicht gelesen oder so. Ne, da sind wir nicht durch die Tür gekommen. Also das können wir gleich noch lesen. Oh Gott, wir müssen noch ganz schön weit hier, bis wir Hauptmann Saulinia bekommen. Ich sollte mich nicht so lange mit diesen Fallen aufhalten jetzt. Noch ein Labyrinth. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Na, dann wollen wir mal durchs Labyrinth hier. Gaben von Tod und Furcht. Elokfa Orus Gitkessen. Ist klar. Vergesst nie, Drachengarde, das Geschenk von Tod und Furcht. Unsere Feinde endlosen Stolz denken nicht wie wir, nur an Gewinn, nie an Verlust. Elokfa Oju Zirit Kessen. So. Das haben wir doch schon mal. Jetzt müssen wir uns hier nur sinnvoll, immer links war das in Labyrinthen, ne? Das war jetzt das erste links. Jetzt gehen wir wieder links und wieder links. Aber wenn es links geht, soll man links gehen, hieß es. Hui, Feuer. Ja, hier geht nur rechts. Gehen wir mal rechts. Ups. Jetzt muss ich mich langsam ein bisschen langsamer hier durchbegeben. So. Wenn es nicht links geht, gehen wir auch nicht links. So, hier ist wieder was zu lesen. Vertrauen auf Staub und Stein. Jener darf Zong Rukaf. Geschöpfe der Erde, Vertrauen in Staub und Stein. Kämpft zu leben als Insekten versteckt. Agieren aus dem Schatten, fürchtet Tag und offenen Himmel. Jenai daf stong ho kaf. Genau. So, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich glaube, wir sind fast durch, oder? Ich weiß nicht genau, aber sind auf jeden Fall nicht mehr mitten im Labyrinth. Kampf als Beute. Red Ashtu sin Wong Dan Lo. Vergesst Ehre wie ein Drache, kämpft stattdessen als Beute. Lauft und versteckt euch. Hinterhalte verwundet mit 1000 Schnitten. Täuschung besiegt Stolz. Red Raso Sinn von Danto. Ja, finde ich auch. Also verstecken ist gut. Ne? Täuschung, Hinterhalt ist besser als mitten voll drauf. Ne? Dann kriegt man immer das Feuer ab von dem Drachen. Also ich gehe jetzt einfach gar nicht rechts und dann, wie ich schon sagte, immer links durch den Labyrinth. Euren Willen wiederherstellen. Ah, Samarak hat uns geheilt. Sehr nice. Ja, und da ist auch schon das Ende. Also so wie ich jetzt gegangen bin, war es auch richtig. Das hat doch super geklappt, aber jetzt holen wir uns auch noch die letzte Tafel da im Labyrinth. Ist ja wohl klar. Wenn schon, denn schon. Das war der Drachengardist, Hauptmann Saulin. Schließt wohl auf, genau. So, jetzt gucken wir mal schnell, wie wir da hinkommen. Da ist sie. Dann haben wir das, denke ich, mal auch erledigt. Königreiche fallen, Völker wandern. Norfa Invit Kel Usok. Vertrauen nur den Brüdern. Königreiche fallen, Völker wandern. Unsere Wacht ohne Ende. Länger als Mauern stehen, stärker als jeder Thron. Gut, wissen wir Bescheid. Die Drachengarde gibt es also ganz lange. Jo, und falls ihr Fragen zu ESO habt, zu meinem Kanal, zu meinen Spielen oder was auch immer, dann schreibt es einfach in den Chat hinein. Ich habe gerade gespawnt, ich denke, warum kann ich nicht weiterlaufen? Schreibt es einfach in den Chat hinein. Und seid ihr eigentlich alle maximales Level? Habt ihr auch schon komplett das ganze Elsweyr durch? Na, da ist noch immer eine Tafel, aber egal, wir gehen jetzt weiter. Irgendwo müssen wir ja mal ans Ende kommen. Wenn ich ein Ziel auswähle, stirbt es auch. Ich wurde für die Drachenjagd ausgebildet. Es wird anders kommen, als ihr denkt. Drachengardist Orland. Aha. Ich habe gerade von einem Drachengardisten was gehört. Das hört sich gut an. Es scheint noch einer zu leben von denen. Im Tod liegt das Versprechen.
Neftsan Urendredra Zuli. Was für Wörter. Ein Ende erwartet jeden, im Tod liegt das Versprechen. Kampfesmüde, Schwert lasst fallen, kampfvernarbten Schild legt weg, ruht alle in ewigem Frieden, Nesan Un Yendrai Zuli. So, okay. Und jetzt haben wir wieder einen Bereich geschafft. Jetzt sterbt ihr und euer Orden. Oh, gut. Noch mehr Blut zum Vergießen. Da hat die Drachengardisten gekillt. Und jetzt kill ich sie. Ich weigere mich, an der Seite dieser Meuchlerin zu sterben. Vielleicht kann die Königsfamilie nun endlich in Frieden ruhen. Sehr gut. Der Meuchlertrupp-Hauptmann ist gekillt. Aber leider auch er hier. Leider auch ein Drachengardist. Wo ist er? Jetzt sieht man nicht mehr. Aber Hauptmann Saulinia ist auf jeden Fall.